Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir zusammen Gates of Nowhere. Das ist ein, ja, ich würde fast sagen Dungeon Crawler. Auf jeden Fall Fantasy-Horror-Elemente sind dabei. 10 verschiedene Waffen sollen wir benutzen können. Wir haben Magie zur Verfügung, wir können irgendwelche Tränke zusammenbrauen. Spielzeit soll mindestens 6 Stunden betragen, also ist schon echt beachtlich. Das Spiel ist momentan sogar runtergesetzt, 20%, und ich glaube, es kostet 11,99. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist es momentan noch im Angebot. Bis zum 13. Juli. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Neues Spiel. Und ja, da bin ich gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich hoffe, es ist nicht zu heftig vom Horror-Feeling her. Aber die Grafik sieht echt genial aus und ich bin gespannt. Ja, wir sind auch schon fertig mit dem Namen und ja, los geht's, Leute. Hold the trigger to skip the intro. Naja, gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Boah, das sieht echt geil aus. And so your seekers want to reach the horizon of the visible world. Also wir sind, ja stimmt, von der Geschichte her, wir sind ein Sucher und wir sollen die ganz alten, ja, Geheimnisse der Alchemisten finden. Ich lese jetzt nicht ganz, aber so von der Story her, oh, wird's hier dunkler? Boah, grafisch ist das echt genial. Wahnsinn. Okay, wir skippen trotzdem das Intro jetzt. Hold Trigger to skip Intro. Machen wir mal. Okay, wir sind in irgendeiner Eiswüste. Wow! Alter! Puh! Fing schon gut an. Boah, ich hab Gänsehaut. Grab the torch. Boah, krass. Also die Spiegelungen und so weiter sehen echt genial aus. Okay, wir sind hier in irgendeinem Gefängnis. So fängt Kapitel 1 auf jeden Fall an. Hoffentlich können wir damit auch gleich zuschlagen. Boah. Warum bin ich so schreckhaft? Hier liegt was? Water. Okay, packen wir uns im Inventar. Doppelgrip ist Inventar. Das haben wir eben in den Tutorial, was ich jetzt nicht gezeigt habe, gelernt. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Das Blut auf der Fliese. Ja, ein guter Start ins Spiel. Okay, warum? Okay, weiter geht's. Ist schon mal perfekt, dass hier alles jetzt ausgegangen ist. Ein Windstoß kam und die Fackel war aus. Aber hier ist ein Schwert und ein Schild. Das ist schon mal gut. Oh, da kommen schon direkt Gegner. Komm her, Junge. Du hast mich da eben eingesperrt hier, oder? Ha! Leg dich nicht mit uns an. Du hast mir eben schon das Leben zur Hölle gemacht. Hat er ein besseres Schwert? Ich weiß nicht, ob die verschiedene Stärken haben. Find the blue flame and touch it to restore energy and weapons. Blue flame, okay. Da liegt auf jeden Fall was. Magnetit. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir nachher daraus was gewinnen können. Irgendwelche
Zaubertränke. Moonrock, also Mondstein. Wir holen uns unser Schild wieder. Mal gucken, wo es weitergeht. Hier ist mehr. Magnetit. Packen wir weg. Okay. Kommen wir immer noch nicht weiter, ne? Saving. Da ist noch eine Tür. Die Musik verheißt nichts Gutes, Leute. Ich hab's mir gedacht. Komm her. Jetzt hab ich hier gegen die Wand gehauen, ey. Fuck. Die blocken ganz gut. Komm her, du hässliche Visage, Junge. Komm! Oh! Ich habe gerade ein bisschen Tracking-Probleme, glaube ich. So, jetzt stehe ich auch wieder richtig. Ja, geht zu. Ach, da kommt wieder einer. Du hast einen Morgenstern auch noch. Den will ich haben, Junge. Boah, der hat unser Licht. Cool. Wir haben einen Morgenstern. Packen wir uns den ganzen Kram direkt ein, den wir hier so finden. Und weiter geht's, ne? Was haben sie hier? Können sie irgendwas fesseln oder so? Ich versuche mal hier dieses Holz einzuschlagen. Ne, geht auch nicht. Okay. Aber darunter kommen wir auch nicht. Die kann man jetzt auch nicht nehmen, okay. Dann müssen wir uns ganz schnell wieder die Waffe nehmen. Was können wir denn hier jetzt machen, ey? Ja, und Zitronenarzt würdest du nicht glauben, hier gibt's Snapturn. Also wenn ihr den Zitronenarzt-Kanal noch nicht kennt, ich werde es auf jeden Fall verlinken und guckt mal rein. Der macht auch echt geile Videos. Ich weiß aber jetzt trotzdem nicht. Haben wir es nochmal aufgeladen? Muss mal gucken, wie es weitergeht. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Der hat aber jetzt keinen Schlüssel oder so verloren, oder? Auch so das dicke Ding hier? Kann man hier irgendwas machen?
Nee. Also hier haben sie auf jeden Fall irgendwas festgehalten. Hier liegen auch Knochen. Nee. Ja, ich hänge schon fest. Okay, die kann man aber nicht greifen. Ich fühle mich so hilflos hier ohne einen Morgenstern. Was haben wir denn hier? Okay, Leute. Wir sind auf jeden Fall stark. Jetzt kommt unser nächster Gegner. Boah. Ja, wir können auch zuhauen. Okay, mal schnell hier alles aufheben. Wieder die Waffe schnappen und weiter geht's. Da kommen schon wieder zwei. Wir hatten einen Arm verloren, hast du schon mal gesehen? Die kann man ja richtig zerreißen, die Typen. Flieg, Junge, flieg! Okay, wir müssen looten. Ich bin mir nicht sicher, ab wann wir jetzt irgendwie Zaubersprüche machen können. Ich denke, die ganze Zeit hinter mir wäre irgendwas. Okay. Nächster Gegner. Die sind ein bisschen besser. Oh, der hat aber richtiges angekriegt. Eat this. Und jetzt flieg. Der fliegt nicht mehr. Okay, ist hier irgendwas? Ach ja. Wenn wir uns hier mal aufladen können, machen wir das auch. So, gucken wir weiter. Da sind zwei Türen. Vorher looten wir aber hier noch. Checken wir mal kurz hier. Aber da ist jetzt nichts zum Aufheben, dass wir das irgendwie wegreißen könnten. Also wird die Reise wahrscheinlich da lang gehen. Obwohl, da ist noch eine Treppe, die führt runter. Okay, checken wir mal kurz die Türen. Wow! Komm her! Ah, die blocken gut. Arm ab. Du hast einen Arm, Junge. Und flieg. Okay, die Tür ist auf. Checken wir trotzdem mal kurz die andere. Mal kurz gucken, wo ich hier im Raum bin. Okay. Ich will nicht wieder gegen die... Oh, wir nehmen mal ein neues. Also, die gehen auch kaputt. Okay, da können wir nicht lang. Aber wir haben ja hier eine Tür, die auf ist. Hier geht's hoch. Ab und zu ruckelt es ein bisschen. Ich hoffe, dass ich das Problem jetzt im Video nicht habe. Aber die Grafik ist echt bestialisch gut.
Okay. Also, wir müssen da was drauf packen. Wie wär's mit dem Stein hier? Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier irgendwie wieder Abrisse vom Tracking habe. Komisch. Habe ich sonst nie. Okay, das hätten wir. Wir müssen uns ausrüsten. Ja, und dann wahrscheinlich die Treppe runter, ne? Und genau aus dem Grund, wie eben, wie ich gegen die Wand geschlagen habe, habe ich gerne einen Snap-Turn. Dann weiß ich, dass ich wenigstens immer in die richtige Richtung gucke, wo ich richtig viel Platz habe. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum ersten Mal zum Zaubern, weil da war irgendwie... War da ein Alchemietisch, oder? Ja. Das ist ein Schmelzofen. Welcome to the workshop. Here you can find all stored crafting items and you can use them to create powerful alchemical irgendwas. Kann ich nicht mehr lesen. Bin ich denn jetzt auch hier sicher? Was haben wir denn hier? Regenesis. This item heals wounds and restore weapons. Ah, okay. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal bauen. Water. Ich weiß nicht, wie viel man da jetzt hat. Da steht jetzt mal 3. Wir hoffen mal, dass es einfach passt. Probieren wir mal umzurühren, was dann passiert. Okay, wir haben einen grünen Diamant oder Rubin. Ja. Die können wir uns nehmen. Ich habe es im Trailer gesehen und dann auf den Boden schmeißen und schon werden die aktiv. Gucken wir mal, was wir sonst noch hier haben. Pathfinder. Dieses Rezept will create a guiding light to right. Ah, okay. Plasma Shield. In case of danger, this item will create an energy shield. Hört sich auch nicht schlecht an. Aber uns fehlt Argon. Frostbite. Water mal 11. Also okay, wir können jetzt wirklich nur die einfachen Sachen machen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal so ein Heilzeug. Okay, kann so ein Pathfinder auch machen. Moonshard. Machen wir mal einen davon, falls wir irgendwann nicht mehr weiter wissen. Na komm. Okay, was können wir hier? Können wir hier auch irgendwas machen? Nee. Hier ist ein Schlüssel. In for what? Packen wir uns ein. Ah, da oben war doch noch was, ne? Stimmt. So. Sind wir wieder richtig? Stimmt, da war doch eine Tür, die zu war. Okay.
Hier geht's weiter. Saving. Ach du Scheiße. Drei von denen auch noch, ey. Der hat mal ein richtig krasses Schild da hinten. Und ein Hammer hat er. Boah. Dann wird er denn überleben hier. Okay. Komm. Ich will dein Schild. Ja, nicht mehr viel. Ich weiß aber nicht, was wir noch haben. Jawoll. Komm, hebe auf, hebe auf. Jawoll. Okay, dann können wir jetzt erstmal hier sammeln. Geil wäre Take All und gut ist. Okay, schnappen wir uns unser Schild. Und nehmen wir die gute Position wieder ein, wo wir nicht gegen die Wand hauen können. Was ist das? Ein Schrank? Ja, okay. Sah zuerst aus wie ein Sarg oder so. Jetzt haben wir einen Bogen. Ich möchte erstmal meine Axt behalten. Wow. Von wo? Ach da. Okay, Junge. Oh, schwer zu treffen, finde ich. Boah, ist das schwer. Da war ein Kopfschuss gerade. Also, das gefällt mir Schwertkampf hier besser. Muss ich echt sagen. Oh ne, die ist kaputt. Aber wir können die nachher wieder reparieren mit diesem grünen. Ach, da ist noch einer. Wollt ihr mich verarschen, Leute? So, halt runter. Der hat uns direkt den Weg frei gemacht. Jetzt kann man die Armbrust. Ah. Na, die gefällt mir besser. Wow. Den haben wir auch. So, was passiert jetzt hier noch? Oder wartet endlich? Ich würde fast sagen,
dass wir uns mal so ein Dings hier packen. Wir generieren uns mal, reparieren wir wieder alles und so weiter. Ha! Wir versuchen mal den Arm abzutrennen. Ja, klappt gut. Ich möchte mir die Dinger hier nehmen, Leute. So, beim nächsten Speicherpunkt hören wir aber auf. Ich wollte jetzt euch nur mal das Gameplay hier mal vorführen. Können wir hier wieder aufladen? So. Und jetzt? Okay, da sind auf jeden Fall noch Sachen, die wir uns nehmen können. So, aber es geht jetzt nicht weiter. Warum? Müssen wir jetzt schon das eine Ding benutzen, um den Weg rauszufinden? Wir müssen doch bestimmt irgendwie nach oben kommen. Würde ich fast vermuten. Hier sind keine Leiter, noch nichts. Schwierig, schwierig. Wenn man jetzt irgendwas mit der Armbrust hier machen muss. Das muss ja für irgendwas da sein. Kann man das hier nehmen? Nein. Ich dachte eigentlich, das könnte man irgendwie hier irgendwie da drauflegen, dass der unten bleibt. Vielleicht dort hier? Kann man die wieder anmachen? Eigentlich? Ne? Die liegt doch bestimmt schon umsonst hier, oder? Irgendwie habe ich es vermutet, aber nicht hingekriegt. So, jetzt müssen wir mal gucken, was sich verändert hat. Draußen war ja irgendwo so ein Schloss oder so ein Gitter vor. Welches ist das jetzt weg? Ja.
Hier muss ja irgendwas kommen. Oh, da kommt was Großes. Alter, euer Ernst? Das Schild ist natürlich gut beschädigt. Muss uns jetzt hier nochmal packen. Na komm. Komm. Jawohl, hat schon mal einen Arm ab. Das war mein Schild, Junge. Cool. Okay, der speichert jetzt auch. Das heißt, wir werden dann jetzt auch aufhören hier. Der kann nochmal aufheben. So. Ja, Leute, das war erstmal Gates of Nowhere. Ich glaube, für einen kleinen Test reicht's. Boah, ist echt warm heute wieder. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Also mir auf jeden Fall. Mein Herz ist zweimal richtig gut stehen geblieben. Die Kämpfe machen echt Spaß und ich bin gespannt, was es noch so an Magie-Sachen gibt. Ja, grafisch muss man echt nichts sagen. Ich glaube, da seht ihr ja selber, wie geil das aussieht und ja, ich finde für momentan, ich glaube 12 Euro waren es ja, kann man echt nichts falsch machen, finde ich. 6 Stunden Spielzeit. Man muss natürlich gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Läuft man die ganze Zeit nur in diesem Gefängnis rum oder kommt man irgendwann auch nochmal an die Oberfläche? Naja. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo raushauen, Glocke aktivieren, wie immer. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.